Willkommen zurück zu GTA Sendero Chronicles. Es geht weiter, das müsste jetzt die Folge Nummer 6 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir werden heute mit der Story weitermachen, wie ich schon angekündigt habe. Beim letzten Mal haben wir ganz viele Missionen gemacht. Einige für Vinny, einige für Salvatore Leone. Und wir haben sogar unseren ersten Auftragsmord begangen. Unseren ersten Contract. Und das hat auch gut funktioniert. Es war dann im Endeffekt ein bisschen anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ich dachte ja eigentlich, dass die Leute auf der Karte angezeigt werden, die Ziele, die man erledigen muss. Aber das ist nicht der Fall. Die wird halt einfach nur der Stadtteil genannt oder halt der Ort genannt, wo der sich aufhalten soll. Und dann musst du den erstmal selbstständig finden. Und wenn du ihn dann gefunden hast, dann sagt dir das Spiel, jo, du hast ihn gefunden, kill ihn jetzt. Und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Hallo, Sal! Vielleicht kommen wir ja heute sogar schon auf die zweite Insel. Wer weiß. I am quite busy. I cannot talk with you. But I have a few things to discuss. I've written them down here. Basically, I know that Polly Sindaco will never let you join his family. Never. All because of Irish blood. But me, I am a different person, Joe. I could forget about that and let you to be with us. Though there is one small thing that needs taken care of. Frank Sindaco is still handling all of the mafia business in Portland. Are you ready to forget him and your past once and forever? Then you should kill him. Take a rest and think of what I have said. Okay, das war die Mission. Wow, die war sehr schwierig. Hat er jetzt gerade wirklich gesagt, dass wir... Wir sollen Frank Sindaco killen, aber wir haben ihn ja noch als Auftraggeber, deswegen... Ja, dann müssen wir erstmal bei ihm weitermachen. Ah, ja, er ist schon irgendwie eine kleine Schlange hier. JD. Aber irgendwie war das Claude ja damals auch, ne? Muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ein absoluter Söldner. Und JD ist irgendwie ähnlich. Ja gut, dann gehen wir zu Frank Sindaco. Und dann sollen wir ihn wahrscheinlich dann irgendwann auch erledigen, oder was? Oh, shit. Och, Leute, Alter, was ist denn hier heute los schon wieder mit meiner... So, da vorne ist er. Beim Dolls Haus. Hallo Frank. False Talking Act 1. Oh, the worst of the worst is here. Glad enough? I talked about the last incident with Holly. After all, I'm not that angry with you. Weird to see your opinion changing so fast. What would he have for me now? Franco talked with Holly, too. Basically, the peace is possible. If we both strike the Leones, they are dead meat. Glad to hear, but what about me? Franco wants to tell us something about that shit. And guess who will listen to it all? They are meeting in St. Mark's. Good luck. Ja, sollen zum Ort der Verhandlung. Ja, ja. Ob das alles jetzt so stimmt, ich weiß ja nicht. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es hier auf einmal einen Frieden geben wird zwischen den ganzen Familien. Das wird nicht passieren. Das ist doch hundertprozentig eine Falle. Hey, I came on behalf of Frank Sindaco. Negotiations is what I need. Negotiations, negotiations with you. Franco won't do deals with fucking Sindacos. Boys, give him a lesson he deserves. Es war klar. Das ist ein Überfall! Töte die Frellies! Das mache ich, aber ich habe kaum noch Leben. Aber es geht. Ja, dich wollte ich doch gar nicht. 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 Und jetzt, was willst du jetzt mit deiner Keule?
Mach dich vom Acker, Junge! Och, Leute! Okay, verlasse die Gegend, würde ich gerne... Was? Oh, leck mir doch die Eier, Alter! Was ist denn das? Heilige Scheiße! Ich werde auf den Boden geboxt und dann werde ich verhaftet, weil ich auf dem Boden liege. Willst du mich verarschen eigentlich jetzt? Das machen wir aber nochmal. Und jetzt habe ich keine Waffen mehr. Oh, das ist so grausam. Und jetzt werde ich von meinem eigenen Taxifahrer fast überfahren. Es ist einfach nur herrlich. Deswegen heißt die Mission auch False Talking. Weil da nur gelabert wird und nichts dahinter steckt und es einfach alles verkehrt ist, was da erzählt wird. War doch klar, dass es eine Falle ist. Als ob wir auf einmal Frieden schließen. Die ganzen Familien sind verfeindet und das aus gutem Grund. So, wir sind da. Ich krieg aber eine Waffe von euch, oder? Ich krieg keine Waffe. Okay. Dann fahre ich euch halt alle über. Ist mir doch egal. Ich fahre euch alle über. Boop. 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 Schön, wie sie auch... Oh Gott, ich werde... Ich habe immer noch keine Waffen. Ich habe immer noch keine Waffen. Was, ist er jetzt tot? Oh, das ist gut. Oh, Junge. Oh, boy. Das ist doch Wahnsinn, ey. Aber das passt. So, jetzt kommt da bitte kein Cop aus dem Nichts und greift mich an. Das wäre sehr schön. Okay, da kommt er wieder. Es war so klar. Ich bräuchte mal ein bisschen Leben, wenn es genehm wäre. Oder ein Polizeistern. Geil. Und ich krieg einen Stern wieder, weil ich jetzt, ja, Alarmanlage und so. Ist egal, ich soll nur aus der Gegend verschwinden. Das mache ich jetzt. Und dann ist das Ding geschafft. Ach ja, Leute, das ist nicht einfach. Was war das schon wieder für ein Fail? Ich kann es nicht glauben, was hier manchmal passiert. So. Ja, das habe ich vor. Zack, neu geladen. Zack, alles voll. Wieder ein bisschen Waffen. Sehr schön. Ich finde das geil, dass man sich hier so hinhocken kann. Das ist cool. So, Frank. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen, dass das schon wieder eine Falle war? Und das wusste er hundertprozentig, dass das kein ist, dass es keinen Frieden geben wird. Das wusste er. Opium War. Fucking triads and Leones. I'm good. I understand Leones being bad guys, but what about the triads? It's all about drugs. We have decided to trade in Chinatown. It's easy to understand who's in competition with us. Oh, what can you do? Since you are here, it's all obvious. Trade drugs to key folks in the area. One fast punch and it's done. And what if others overrun me? You should understand, nothing good will happen. And for you too. Auf nach Chinatown. Wir sollen jetzt also mit Opium dealen in Chinatown. Und das werden die Triaden einfach so zulassen, dass wir in ihrem Gebiet das machen. Okay, zwischen den Kunden sollen wir jetzt einfach ein bisschen hier die Drogen einfach nur verticken und die Triaden werden sich denken, ja, mach mal ruhig, oder was? Okay. Okay, der Kunde gehört uns. Ah, da ist so eine Einflussleiste. Der Einfluss muss auf jeden Fall gefüllt werden.
Kann ich einfach hier so halten, oder? Okay. Der Kunde gehört uns. Ich weiß zwar nicht warum, weil ich halte ja nur für eine Sekunde in so einer Markierung. Ich weiß nicht, wieso ich den dann habe, aber okay. Das ist, erinnert mich ein bisschen an die eine Mission in LCS, wo man für Donald Love hier irgendwelche Bezirke einnehmen muss. Mit diesem Van, der mit dem Lautsprecher und so, oder war das ein... Nee, es war schon GTA LCS, oder? Wo man da gegen den Bürgermeister da irgendwie sich behaupten muss und so. Oh mein Gott, es fehlt nicht mehr viel. Komm, eine Markierung noch. Dann haben wir das. Oh, da kommen die anderen. Und wir verlieren wieder Einfluss, ne? Ja, irgendein anderer feindlicher Drogendealer war schneller als wir. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Der Einfluss sinkt, der Einfluss sinkt, der Einfluss sinkt. Jetzt haben wir nur noch da vorne. Und das wird wahrscheinlich nicht mehr reichen, um den zu füllen, oder? Ja, Mission failed. Wir haben es nicht übernommen. Hat nicht gereicht. Ich brauche eine schnellere Karre. Sind wir mal ehrlich. Ich brauche ein Motorrad oder sowas. Sowas hier. Boom. Wuhu. Also eine PCJ wäre mir lieber gewesen. Telefon. Ja, nicht jetzt. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Ich will schon hier noch ein bisschen weitermachen. Hey, warte mal, warte mal. Oh, das Bike wäre schon schön gewesen, aber... Ah, nehmen wir den Diablo-Stallion, der geht auch. So, jetzt will ich aber alle Gebiete haben. Ach, ich kann jetzt nicht so starten, ne? Sag mal. Hallo, dein Auto kann nichts dafür, dass ich es gestohlen habe. Schlag mich und nicht dein Auto. Jetzt ist er einfach despawned. So, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Wie war er so kurz davor? Ich hatte es fast schon geschafft. Die Leiste war fast voll und hat mir eine einzige Markierung gefehlt. Eine einzige Markierung. Ich hätte es schaffen können. Aber ich war am Anfang auch verwirrt, weil ich nicht dachte, dass man das im Auto machen kann. Und ich liebe immer noch diesen Motorensound dieses Autos. Es ist einfach nur himmlisch. Da fahren wir einfach durch, oder? Ich würde sagen, wir fahren einfach hier so weiter, oder? Nächster. Ja. Hier einmal umdrehen und noch einen und dann haben wir's. War vorbei, vielleicht sogar noch zwei. Aber die sind ja alle hier. Ah, perfekt. Das war so easy. Ja, Chinatown gehört jetzt den Sendakos. Zumindest ist es jetzt ihr Drogengebiet. So. Nächste Mission bei Frank Sendako. Guardian Angel. I know that Tony Cipriani is half dead already, Joseph. The heck you talking about? He is in the city for quite a long time already, and if we will not cut his throat, he will cut ours. Maybe not ours, but those of our friends. You've done anything about that then? Well, set two bombs near his house, boom, and he is dead. Ha ha, bye dude, I gotta go. Ja, ja, es hört sich einfach an, aber... Shit, I can't just let Tony die. If he'll turn up dead, Leonis will realize one thing. The most likely suspect is me. Ja, jetzt kommt halt das Problem, wenn du überall mitmischen willst, dann hast du ein kleines Problem. Ja, was ist jetzt? Jetzt müssen wir ihn beschützen, aber... Jetzt müssen wir die Bombe entschärfen. Das ist einfach... Und dann sind die Zendakos wild auf uns und... Ja, es ist... Wir sollen die Autos im Wasser versenken. Ja gut, das sind die Bombenautos, ne?
Muss ich irgendwie aufpassen auf das Auto? Oder so? Also darf ich damit einfach irgendwo crashen? Oder wie ist das? Oh, keine Ahnung, ich mach's einfach jetzt. Ich passe jetzt nicht sonderlich drauf auf. Muss es jetzt irgendwo versenken? Ich weiß nicht genau. Warte, ich fahre hier so hoch und dann springe ich einfach raus. Ciao. Gut, das ist jetzt nicht das Auto, was ich mir so erhofft habe, aber das ist okay. Hin und wieder muss es auch mal ein Perennial tun. Ich glaube, es wird nicht mehr lange gut gehen mit ihm. Also irgendwann werden wir ja auch, es gibt ja 4 spielbare Charaktere, das heißt, irgendwann werden wir ja dann zwangsläufig jemand anderes spielen. Und da freue ich mich ehrlich gesagt wirklich schon drauf. So, komm schnell, bevor es hochgeht. Ja, wie erklärst du das den Sandakos jetzt? Eigentlich müsste es jetzt ein Telefonat geben, oder? Weil eigentlich hätte es ja jetzt krachen müssen. Und das hat es jetzt nicht getan. Jetzt fragen sie sich natürlich logischerweise, warum hat es das nicht getan? Was ist passiert? Ich meine, wenn uns jemand gesehen hat, dann sind wir am Arsch. Aber weiß ich ja nicht. Aber ich hab Bock. Ich hab Bock. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bisher gefällt mir diese Mod richtig gut. Also egal, ob es Haupt- oder Nebenmissionen sind. Richtig, richtig gut gemacht. Underground Wars. Tony sank all of the bombs. Say what? Everything was going fine. His intuition is so damn fucking good, but Polly will deal with it himself. Our goal now is Dan Sucho. Sucho? That racer? And what could he do? He? Nothing. Fast Mickey did. I had great wage on him, but he got fucking ill today, but my money are gone. Oh, so someone should replace Mickey. Yeah, and that is going to be you. They are meeting in Chinatown already. Now! Sollen wir jetzt ein Rennen fahren? Oder was? Get a car and head for the start line. Ja, wir sollen ein Auto besorgen. Darf ich mit jeder Karre fahren oder... Na, ich sollte schon schnell das Auto nehmen. Darf ich auch mit einer Sanchez? Oder... nicht? Ja, definiere Auto. Also... okay. Ja. Mit 4 Rädern. Deshalb würde ich sagen, ein Polizeiauto. Mit einem Polizeiauto macht man nichts verkehrt. Aber warte mal, dieser Sucho, der wird ja dann später... von Tony erledigt in Liberty City Stories. Und wir sollen jetzt diesen Mickey vertreten, um gegen ihn anzutreten. Aber wenn wir ihn besiegen, weiß ich nicht, begegnet er dann überhaupt noch Tony? Na egal, ich mach mal einen fliegenden Start hier. Holy shit, starten schnell. So, jetzt gibt's hier also auch noch Straßenrennen. So, ein bisschen Action hier. Ah, nee, mach mal aus. Ich hasse die Sirene. Ich hasse die Sirene. Ja, wo ist denn jetzt dieser Sucho? Der soll doch so gut sein. Da sehe ich aber jetzt nicht viel von. 3 Runden? Okay. Aber die erste Runde hat ja nur eine halbe Minute gedauert. Ja, die sind ja jetzt schon komplett chancenlos. Da ist er. Der ach so tolle Rennfahrer, weißt du? Der ach so tolle Rennfahrer ist der einzige, der hängen bleibt. Final Lap. So, es wird Zeit für eine Überrundung.
Leute, ich habe das Gefühl, die fahren, wie sie wollen hier. In alle Richtungen. Oh! Gott, zwei Sterne. Ich habe einen Kopf überfahren, oder? Das war so klar. Noch ein. Noch ein. Also nicht ein Kopf, aber noch schon wieder jemanden überfahren. Naja, egal. Erster Platz. 1:36. Beste Runde 28 Sekunden und ich glaube, die Sterne sind weg, ne? Ja, dieser Sucho, der hat's, ja, da, also habe ich nicht viel gesehen von seinen Rennkünsten. Das war jetzt nicht so prickelnd. Aber gut. Hallo Frank. Gut, Fellas. Oh, here you are. You'll drive together with me. Drive? Where to? Sal managed to strike a deal with them Dockers, and that creates a problem for all of us. Oh, you want to have a talk with them? Well, of course something will go wrong. And that is why I asked you to go with us. Come on, let's drive. Hey, everyone here, then let's go to the discussion with those fools. JD, go with Marcus. Leonis, Mr. Salvatore gives us protection. Fuck, that was a trap right from the beginning. JD, reach our boys and ask for reinforcements. And I will help Frank and Polly. Come on, go. Einige Fässer werden explodieren, wenn du sie beschießt, aber... Aber denk dran, die... Ja, Abstand zu halten. Sind wir jetzt hier? Wer ist denn das jetzt überhaupt? Ist das jetzt... Frank Ferrelli oder was? Nee, es ist hier... Ist das... Ich verstehe immer nicht, wer das jetzt alles sein soll. Es ist so vertraut bin ich jetzt auch nicht mit den Charakteren. Cool, dass wir mal einen anderen Charakter steuern. Wir sollen jetzt zu... Warte mal, wir sollen... Help Frank and Polly. Frank and... Ja, da müssen wir ja hier, Dings, sein. Sind wir jetzt Markus? Ich habe gerade keine Ahnung, wen wir hier überhaupt steuern. Glad you're alive, Marcus. Have you seen Frank? And where is JD? JD went for reinforcements. Frank, I will find him right fucking now. Okay, wir müssen Franks Sendeko erreichen. Also sind wir Markus Sendeko. Wir sind Markus Sendeko gerade. So, nieder mit den Leones. So. Du auch noch. Und du? That is a fucking disaster, Marcus. And hey, where is JD? It's all good. He called for reinforcements, but we should leave these damn docks first though. Ja, warte, ich mach sie erstmal alle platt. Ich hoffe, ich darf die Munition behalten gleich. Wollen wir die anderen auch noch mal fertig machen? JD, I've told Frank and Polly you'll come with manpower. Leonis blocked all the exits. Sorry, at least we will get out of here fast. Okay. Auf ins Fluchtfahrzeug. Gut, weg hier. Drei Sterne. Oh Junge, oh Junge, oh Junge, oh Junge, oh Junge, oh Junge. Frank, Polly, Joe, I've had enough of adventures. I prefer to continue playing blackjack at the casino. Brother, who would have known it would go like that?
screw these unions. Warte, 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 warte. Ich muss kurz ins Paint Spray. Ah. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt überhaupt nötig war, aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Hallo? Okay, 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 wir sind... Es bringt nichts. Egal, wir müssen ja nur da kurz rein, oder? Jetzt auf einmal alles vorbei, oder was? Und wir sind... Und es, die Munition ist nicht gespeichert. Ich hasse alles. Na gut, wir waren jetzt auch gerade nicht JD, aber... Wir waren Markus... Senderko, habe ich das richtig erkannt? Ich bin verwirrt. Diese ganzen Charaktere, die sagen mir halt alle... Also... Ich habe die halt sonst nie so wirklich gesehen und auch nicht mir nicht gemerkt, wie die alle heißen. Das ist immer das Problem. Ich glaube, es war Markus Senderko. Das werde ich ja jetzt gleich sehen. Wenn es der ist mit dem braunen Anzug, dann haben wir den gerade gesteuert. Und deswegen macht das jetzt auch Sinn, nochmal zu ihm zu gehen, würde ich sagen. Weil ich will das jetzt auch wirklich wissen. Ich will jetzt wirklich wissen, ob er das war. Deswegen gehen wir mal ganz schnell hin. Aber er hat eine Schutzweste, komischerweise. Ich habe aber keine mit ihm eingesammelt. Die Schutzweste haben wir also behalten, aber die Waffen haben wir nicht behalten. Das ist schade. So, Marcus. Bist du das gewesen eben? Ich denke mal schon, oder? Making Movies. Hey JD, it's Marcus. How are you, boy? Hey, I am fine. Maybe a bit itchy. What about you? What do you even want? Since Tony is in the city and you are our agent in the Leones, we should make some use of this situation. Perhaps it might help us if we keep him bound to us. And I might have one heck of a dirty idea if you catch my drift. Excuse me, well, if you think you got a plan, then do it. He is in Hepburn Heights now. Got no clue what he's up to. But you can look around yourself. Pick up the camera. Ah, ich verstehe. Das ist wahrscheinlich, wenn jetzt die... Wahrscheinlich werden jetzt die Schnappschüsse erklärt. Und eingeführt. Okay. Stimmt, das war ja nur eine Fernsprechermission. Ich dachte, jetzt kommt wirklich noch irgendeine Hauptmission oder sowas. Aber das ist nur eine Nebenmission. Aber es ist cool, zum Ende der Folge. Das ist auch nochmal was Sinnvolles, was man zum Ende der Folge nochmal machen kann. So, die Schnappschüsse also. Viereck und X to zoom in. Okay. Das Zeitlimit läuft aber immer noch und ich bin komplett falsch gefahren. Bin da. Wow, he is shooting Sindakos. That is some good material. Hey. Okay, wir müssen jetzt ein Foto machen von, war das muss ich einmal in Ruhe. Also machen ein Foto von Tony und den Sindakos. Und man sollte am besten solltest du das tun, wenn die Action Leiste fast voll ist. Okay, warte. Oh, ich brauche einen guten Spot. Ja, du hast das Material. Super. Und bringst jetzt zu Paulis Club. Jetzt verpetzen wir ihn erstmal. Jetzt verpetzen wir erstmal Tony. Aber eigentlich wollen wir das ja auch nicht, weil wir wollen ja auch gut dastehen bei Salvatore. Es ist einfach zu... Das ist... Kein Wunder, dass das passiert ist, was passiert ist mit JD in LCS. Also, mich wundert gar nichts mehr. Tony, oh, you just gave me some great snuff footage. JD, you saw that? You're filming me? I was just, it's for my own use. I can't wait till we're on the same team. Don't get too excited. You still owe me money.
Take that Sindaco chump's car's deposit, huh? Just respray it so no one recognizes it. I'll take care of his body. Daniel! 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 Ich muss mal eben was durchlesen. Das ist manchmal alles ein bisschen verwirrend, finde ich hier. So. Tony ist in der Stadt und JD ist, also du bist unser Agent bei den Leones und wir sollten uns die Situation zunutze machen. Möglicherweise würde es helfen, wenn wir ihn an uns binden würden. So, wir sollen ein Foto machen, okay. Aber inwieweit hat das jetzt den Sindakus geholfen? Na gut, jetzt haben sie gesehen, dass er gegen die kämpft, aber... Naja gut. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns doch dann in der nächsten Folge wieder.